Jetzt wollen wir aber gehen, damit Sie den Sarg aussuchen können. Unser Ausstatter Mr. Starker wird Sie in allem beraten, was Ihr Seliger sonst noch braucht. Mr. Starker? Das ist Mr. Barlow. Mr. Barlow. Sehr freut. Mr. Barlows Seliger ist Sir Francis Hinsley. Oh ja, gewiss. Ich bin davon überzeugt, dass wir den verblichenen Sir Francis in angemessener Weise betten können. Darf ich fragen, ob Sie vielleicht schon irgendwas Bestimmtes im Sinn haben, Mr. Barlow? Tja, ich habe mir eigentlich noch nicht viel Gedanken darüber gemacht, denn, wissen Sie, es war eigentlich, es kam alles so plötzlich, wissen Sie. Ja, natürlich. Hier entlang, bitte. Also das hier sind bleiüberzogene Stahlmodelle. Alles mittlere Preislage. Das hier ist die Stille Nacht Spezial. Ein sehr exklusives Modell, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Selbstverständlich wasserdicht. Wasserdicht? Gibt's sowas auch? Wasserdicht sind alle unsere Typen, Mr. Barlow. Dies Modell bietet ein Maximum an Schutz für einen Artikel dieser mittleren Preisklasse. Und das hier ist ein besonders schönes Stück aus siebenfachem Stahl. Es ist unser ruhender König. Wie ich vielleicht hinzufügen darf, können Sie hier unter 8 Farbkombinationen wählen. Dieses Wunderwerk garantiert Ihnen nun ein Maximum an Schutz. Es ist feuchtigkeitsbeständig, Mr. Barlow. Feuchtigkeitsbeständig? Ja, und hier sind also unsere Bronzenen. Sie sind dampfbeständig. Dampfbeständig? Ja, nicht bloß hundertprozentig wasserdicht oder feuchtigkeitsbeständig, Mr. Barlow, sondern mehr noch, sie sind dampfbeständig. Und darüber hinaus besteht die Innenauslage unseres Kaisermodells nicht nur aus Kunstseide oder Crêpe de Chine, nein. Dies Modell ist in reiner Seide ausgeschlagen. Sagen Sie bitte, Mr. Barlow, war Ihr Onkel ein sehr sensibler Mensch? Ja, schon. Das glaube ich wohl. Kunstseide scheuert nämlich, wissen Sie. Ich persönlich, ich finde, dass sie fast so hart wie Schmirgelpapier ist. Also gut, ich glaube, ich werde dann das Kaisermodell nehmen. Wundervoll, Mr. Barlow, wundervoll. Nun weiter, Mr. Barlow. Haben Sie schon irgendwelche Vorstellungen über die Gestaltung des Exterieurs? Ich kann Ihnen da sehr unsere ewige Flamme empfehlen, entweder als fortwährend ewig oder als Standard ewig. Ah. Worin liegt der Unterschied zwischen den beiden? Nun, bei Standard ewig, da brennt Ihre Flamme nur während der Besuchszeiten und wird gegen Abend ausgelöscht. Hingegen bei dem Typ fortwährend ewig, brennt Ihre Flamme 24 Stunden pro Tag. Ja, so gut. Dann nehmen wir lieber die fortwährend ewig. Meinen Sie nicht auch? Oh ja, ja. Propan oder Butan, Mr. Barlow? Was? Propan brennt bläulicher. Ach so, bläulicher. Naja, das ist doch viel netter, finde ich. Finden Sie nicht auch? Ja, unbedingt. Ja. Wunderbar. Mein Kompliment dazu, Mr. Barlow. So, und jetzt kommen wir zur Frage der Bekleidung. Das ist unser Prinz Albert. Er gehört zu den beliebtesten Schlummerraumkostümen, die wir haben. Ist wirklich ganz entzückend. Auf dem Rücken ist dieser hübsche Schlitz. Damit man die Glieder nicht mit Gewalt hineinzwängen muss, verstehen Sie? Klug durchdacht, nicht wahr? Ja, ich finde schon. Diese Idee stammt eigentlich aus dem Varieté, von den Verwandlungskünstlern. Oh ja, aber sehen Sie, wenn ich darüber nachdenke, finde ich doch, dass es vielleicht besser wäre, wenn er was Eigenes dabei anhat. Wie Sie wünschen, wenn Sie das als angemessen empfinden, bitte. Nehmen Sie doch bitte Platz. Und nun, Mr. Barlow, die Schuhe. Eine Spezialanfertigung für den ruhenden Fuß. Der Fuß krümmt sich ein bisschen, wenn die Leichenstarre beginnt, wissen Sie? Ich verstehe. Sehr patent, finden Sie nicht? Ja, sehr patent. Oh. So, das wäre das. Und nun kommen wir zu Ihrem eigenen Traueranzug. Wie bitte? Doch sicher, einen Gehrock möchte ich annehmen. Tja, also wissen Sie, ich hätte am liebsten einen einfachen dunklen Anzug, falls Sie so etwas haben. Ja, natürlich, Mr. Barlow. Aber ohne Schlitz auf dem Rücken, wie ich hoffe. Ich fürchte, Sie sind noch mal mein Tod, Mr. Barlow.